Herzlich willkommen bei ORF 3 aktuell. Der Nationalrat hat gerade die 4 vom Bundesrat abgelehnten Corona-Gesetze beschlossen. Ein weiterer Einspruch des Bundesrates ist jetzt nicht mehr möglich. Und nach einigen Wochen Pausen gibt es heute erstmals wieder ein Pressefoyer nach dem Ministerrat. Wir übertragen für Sie gleich die Statements von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und Bildungsminister Heinz Fassmann. Es geht um den Tourismus, die Evaluierung der Infektionszahlen nach den ersten Öffnungen und die Schulausgaben. Und Werner Kogler hat heute davor schon mit Finanzminister Gernot Blümel über Corona-Unterstützungspakete gesprochen. Auch dazu später mehr bei uns. Das ist heute also ein politisch dichter Tag. Wir schalten jetzt zu ORF3-Chefredakteurin Ingrid Thurnherr. Was hat sich denn da heute Vormittag im Nationalrat getan? Ja, es hat sich eigentlich gezeigt, dass dort der Zustand der alten Normalität wieder eingekehrt ist. Das Misstrauen der Opposition gegenüber der Regierung, das ist groß. Das hat Pamela Rendi-Wagner, die SPÖ-Chefin, gleich zu Beginn gesagt. Deshalb hat auch die Opposition gleich 4 Corona-Gesetze quasi in die Warteschleife in den Bundesrat geschickt. Mehr als ein paar Tage Verzögerung waren da aber nicht drin für die Opposition. Auch die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hat sich für ihren Sager entschuldigt, wonach der Bundesratseinspruch der Opposition ein Sabotageakt gewesen sei. Sie sagt, da sei die Wortwahl nicht die richtige gewesen. Aber sie hat noch einmal betont, die Regierung sei auf alle Bedenken, Einsprüche und Anregungen der Opposition doch eingegangen. Und so verstehe ich einfach nicht, warum das nochmal notwendig gewesen sei. Es ist ja zum Beispiel darum gegangen, dass im Epidemiegesetz Rahmenbedingungen für Veranstaltungen festgelegt worden sind. Und da hat die Opposition Bedenken gehabt, dass es da möglicherweise darum gehen könnte, einzelne Bevölkerungsgruppen auszuschließen von einer Teilnahme. Da sagt die Regierung, nein, stimmt nicht. Wir wollen nur sicherstellen, dass zum Beispiel Fußballspiele, sogenannte Geisterspiele stattfinden können, und dafür braucht es eben Rahmenbedingungen im Gesetz. Dann ist es auch darum gegangen, um den Plan 600.000 Euro für den Anerkennungsfonds für freiwilliges Engagement zur Verfügung zu stellen. Auch da hat die Opposition Bedenken gehabt und gesagt, wir wissen ja gar nicht genau, wofür und wohin dieses Geld eigentlich tatsächlich fließen soll. Also auch da der Einspruch im Bundesrat, wo ja SPÖ und FPÖ eine Mehrheit haben, darum war das überhaupt möglich. Und ganz zum Schluss hat jetzt noch der Nationalrat, den Finanzminister ermächtigt, auf europäischer Ebene den dortigen Corona-Wirtschaftshilfen zuzustimmen. Also wie gesagt, mehr als ein paar Tage Verzögerung, eine Warteschleife einmal durch den Bundesrat und wieder zurück in den Nationalrat konnte die Opposition nicht erzielen. Aber es war eine sehr, sehr heftige Debatte heute mit sehr heftigen Anschuldigungen der Opposition gegenüber der Regierung. Alle Hilfen kämen viel zu spät, seien viel zu wenig, und für die Freiheitlichen muss vor allem die Maskenpflicht sofort weg. Also die Töne werden rauer, die Opposition wird kritischer und lauter. Und mal sehen, wie die Regierung jetzt reagiert. Ein Blick ins Bundeskanzleramt zeigt, da geht es noch nicht los mit dem Pressefoyer. Jetzt können wir vielleicht noch weiter darüber sprechen. Die Kritik der Opposition, die gibt es ja schon länger. Das war jetzt der erste Einspruch des Bundesrates. Was ist denn da allgemein die Kritik am Vorgehen der Regierung? Was passt da der Opposition nicht? Wie gesagt, die Opposition sagt, diese Wirtschaftshilfen, die kommen alle viel zu spät, die sind viel zu wenig. Die Menschen, die Unternehmer werden zu Bittstellern degradiert. Das sei doch im alten Epidemiegesetz alles so wohlwollend geregelt gewesen, warum man das überhaupt habe ändern müssen in dieser aktuellen Situation. Viele Unternehmer und Unternehmerinnen stünden mit leeren Taschen da, hätten keine Liquidität, kein Geld. Diese ganzen Fonds zur Auszahlung etwa für Entschädigungen für nicht mehr fließende Unternehmerinnengehälter. Wir erinnern uns, dieser Notfallfonds, wo es 2.000 Euro pro Monat geben soll. Das ist ja jetzt die zweite Phase im Gang und das ginge alles viel zu zögerlich. Da haben wir auch gestern von der Wirtschaftsministerin gehört, es seien bis jetzt 50% der Anträge ausgezahlt. Und das ist natürlich dann schon verständlich, dass da viele Leute sagen, so kann es nicht weitergehen, wir haben kein Geld mehr. Wir sehen es ja jetzt auch bei der
Wiedereröffnung der Gastronomie. Auch da sagen viele, unter diesen Umständen zahlt sich es möglicherweise gar nicht aus. Da lohnt sich vielleicht übrigens mal ein ganz kurzer Blick auch ins Ausland. Ich habe gerade heute gelesen, in Rom, da wollen hunderte Wirte nicht aufsperren, weil sie sagen, mit diesen Abstandsregeln, da können wir nicht kostendeckend unser Geschäft betreiben. Das ist zu erwarten, dass es möglicherweise auch in Österreich vielen Wirten gar nicht viel anders ergehen kann. Also das muss man sehen. Aber da setzt sich die Opposition drauf auf genau diese Dinge. Sie sagt ganz generell, müssen die Leute dauernd Bittsteller sein. Alles dauert viel zu lange. Die Auszahlung dauert zu lange. Die Leute stehen ohne Geld da, müssen sich von den Eltern Geld ausborgen, hat zum Beispiel ein Nationalratsabgeordneter heute erzählt, um überhaupt einkaufen zu gehen. Also da ist sicher was dran und in vielen Fällen ist es sicher für die Leute besonders schwer, jetzt an die Hilfen zu kommen. Kein Wunder, wenn man sich überlegt, dass schon 1,25 Millionen Menschen in Kurzarbeit sind. Diese Anträge müssen auch alle irgendwann bearbeitet werden. Da ist dem AMS eigentlich ein gutes Zeugnis auszustellen. Aber nichts geht offenbar so schnell wie gewünscht und da ist die Kritik der Opposition jetzt immer lauter. Heute war da schon einiges auf dem Programm. In der Früh eine Pressekonferenz vom Finanzminister und vom Vizekanzler. Da hören wir dann auch noch Ausschnitte daraus. Dann der Nationalrat, jetzt das Pressefoyer nach dem Ministerrat. Wie ist denn da derzeit das Kommunikationskonzept der Regierung? Eigentlich hat man gehört, man will da auch wieder zu einer Normalität zurückkehren. Wie schaut denn das derzeit aus? Ja, eigentlich ist es schon ein Stück Normalität, wenn es wieder am Mittwoch einen regulären Ministerrat gibt, denn mit anschließendem Pressefoyer, so wie wir das von früher gewohnt waren. Erinnern wir uns zurück in der ersten Phase dieser Krise, da hat ja die Regierung mehr oder weniger im Dauerzustand getagt. Also da gab es keine Regierungssitzung, ist ja ein anderes Wort für Ministerrat, die dann irgendwann mal auch aus war, sondern man hatte das Gefühl, die Regierung ist in einer Dauerkommunikation, in einer Dauersitzung und beschließt da quasi ein Gesetz nach dem anderen oder legt es dem Parlament vor. Jetzt gibt es zumindest wieder eine reguläre Ministerratssitzung, die ja in der letzten Zeit, seit diese neue Regierung im Amt ist, immer auf den Mittwoch verlegt ist. Wir hatten Zeiten, da war die am Dienstag, es gab auch mal Zeiten, da war sie am Donnerstag. Jetzt ist der Mittwoch der Ministerratstag. Also das ist schon ein Schritt zur Rückrichtung Normalität. Aber die vielen Pressekonferenzen, die im Übrigen der Opposition immer mehr ein Dorn im Auge sind, wo die Opposition immer häufiger davon spricht, dass das eine reine Showpolitik sei, eine Inszenierung, mehr Schein als Sein, mehr Show als Fakten, all diese Begriffe kommen im Zusammenhang mit diesen vielen Pressekonferenzen. Da hat die Taktung doch ein wenig abgenommen, habe ich den Eindruck. Zwar ist noch immer viel Informationsbedarf da und man darf sich natürlich auch fragen, wie in Zeiten der elektronischen, visuellen Kommunikation denn sonst die Information der Bevölkerung ablaufen sollte, wenn nicht über Pressekonferenzen. Man kann sich ja schwer vorstellen, dass alternativ Flugzettel ausgeschickt werden sollen oder sowas Ähnliches. Also diese Pressekonferenzen sind ja dafür da, um zu informieren darüber, was eben der neue Beschlussstand ist, was die Lage ist. Und da hat es zuletzt geheißen, soll sie jetzt reduziert werden auf einmal pro Woche ein Update durch den Innenminister und durch den Gesundheits- und Sozialminister. Aber wie wir sehen, ein bisschen sind wir davon noch entfernt, denn allein heute eben mit der Menge an Auftritten ist dieses Konzept noch nicht ganz wieder in Kraft. In Kürze dürfte es losgehen im Bundeskanzleramt. Ein Thema wird auch der Tourismus sein. Ja, und ich höre, es geht los im Bundeskanzleramt und wir schalten direkt dorthin und zeigen Ihnen jetzt das Pressefoyer. Willkommen zum Pressefoyer nach der Sitzung des Ministerrates. Herr Bundeskanzler, bitte. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Vizekanzler, Herr Bildungsminister. Ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Pressekonferenz im Anschluss an die heutige Sitzung des Ministerrats begrüßen und darf vielleicht zunächst wieder mit einer guten Nachricht beginnen. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiterhin gering. Wir sind nach wie vor auf einem niedrigen zweistelligen Niveau. Und was mich ganz besonders freut, ist, dass viele Bundesländer mittlerweile gar keine Neuinfizierten mehr haben. Einige Bundesländer das sogar immer wieder mehrere Tage in Folge schaffen. Das führt auch dazu, dass wir unseren Plan der Wiederöffnung
unserer Wirtschaft, unserem Plan der Wiederöffnung unseres Landes fortsetzen können. Sie wissen, am 15. Mai, also Ende der Woche, wird ein bedeutender Schritt gesetzt mit der Öffnung der Gastronomie und gleichzeitig mit der Wiederöffnung auch des Unterrichts an den Schulen. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass die Zahlen auch hergeben, dass wir diese Schritte setzen können. Ein weiteres Thema, das für uns als Binnenland, als exportorientiertes Land, als Tourismusland natürlich höchst relevant ist, ist die Frage der Situation an den Grenzen. Und ich bin froh, dass wir in mehreren Telefonaten in den letzten Tagen zwischen dem Innenminister Nehammer mit seinem deutschen Amtskollegen, aber auch zwischen mir und Angela Merkel, zwischen der Kommissionspräsidentin und mir einen Weg finden konnten, wie wir mit den Grenzen in den nächsten Monaten umgehen wollen. Wir haben uns mit Deutschland darauf verständigt, dass wir ab 15. Juni die Grenzen zwischen Österreich und Deutschland vollkommen öffnen wollen, sofern das die Infektionszahlen auch hergeben. Wir sind mit der Schweiz und Liechtenstein in Kontakt, um ein ähnliches Prozedere zustande zu bringen. Und wir sind natürlich auch mit unseren östlichen Nachbarn in Kontakt, um Lösungen hier an unseren östlichen Grenzen zu finden. Klar für uns ist, dass einige Staaten in einer besonderen Situation sind, insbesondere Italien, und daher hier auch ein anderes Vorgehen notwendig ist. Aber dort, wo es möglich ist, wollen wir selbstverständlich auch einen möglichst ungehinderten Personenverkehr zulassen. Das Motto ist klar, so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkungen wie notwendig. Alle diese Schritte werden selbstverständlich immer mit einem starken Blick auf die Zahl der Neuinfektionen gesetzt. Das zweite Thema, das ich ansprechen möchte, ist unsere wirtschaftliche Situation. Wir erleben, dass durch das Wiederöffnen des Landes, das Hochfahren der Wirtschaft durch die rückläufigen oder niedrigen Zahlen an Neuinfektionen Gott sei Dank auch wieder mehr Menschen in die Arbeit und in die Vollbeschäftigung zurückkehren können. Und wir haben uns natürlich alle vorgenommen, das bestmöglich zu unterstützen. Das bedeutet, dass ich froh bin, wenn die Bevölkerung heimische Produkte kauft und auch regional konsumiert. Aber natürlich leisten wir als Regierung auch dort einen Beitrag, wo wir das tun können, insbesondere durch Investitionen. Und so freut es mich, dass wir Sie heute darüber informieren dürfen, dass wir an den österreichischen Schulen in den nächsten 10 Jahren über 2,4 Milliarden investieren werden. Wir haben heute im Ministerrat ein Schulentwicklungsprogramm beschlossen, Investitionen im Bereich der Bundesschulen mit dem Ziel, neu zu bauen, zuzubauen, zu sanieren und natürlich die Digitalisierung voranzutreiben. Es wird ein Modernisierungs- und Digitalisierungsschub für die österreichischen Schulen sein. Und ich darf mich ganz besonders beim Bildungsminister dafür bedanken, der dieses Schulentwicklungsprogramm ausgearbeitet hat, der es am Boden bringen wird und der jetzt auch gemeinsam mit dem Vizekanzler, dem Finanzminister und mir entschieden hat, dass wir dieses Programm vorziehen wollen, weil es gut für die Schulen ist, aber zugegebenerweise, weil es natürlich auch ein Konjunkturmotor für die regionale Wirtschaft ist. Wir sprechen hier von 270 Bauprojekten in ganz Österreich auf das ganze Bundesgebiet in den Regionen verteilt. Das war's von meiner Seite. Ein Dank an den Bildungsminister und an den Vizekanzler und ich darf weitergeben. Ja, danke schön. Danke für Ihr Interesse. Einleitend zur Wirtschaft noch einmal. Die Zahlen im epidemiologischen Bereich sind ja so gut, dass wir uns diesen Themen vordringlich zuwenden können. Der Herr Finanzminister hatte heute hier an dieser Stelle da ja schon erwähnt, dass jetzt in dem großen Corona-Hilfsfonds auch die Zuschüsse jetzt genau in Richtlinien rausgehen. Ich halte es deshalb noch einmal für wesentlich, weil es ja da darum geht, dass wir nicht nur mit Garantien die Kredite absichern, das ist auch wichtig, vor allem für größere Summen und Liquiditätsfragen, aber jetzt geht es schon darum zu erkennen, dass auch Kosten übernommen werden, die eben nicht rückzahlbar sind. Und in dem Zusammenhang
in dem Zusammenhang etwa eine andere Unterstützungsmaßnahme des Gastronomiepaket für die Wirtinnen und Wirte, weil da manchmal gefragt wird, na, diese Maßnahme ist nicht so für diese. Aber man muss schon zusammenzählen. Es sind viele hunderte Millionen, um die es geht. Und jede Maßnahme ist so konzipiert, dass sie im Bereich des nächsten halben Jahres oder die nächsten zehn Monate, wenn Sie so wollen, sie sind so konzipiert, dass das genau in den Kassen der Wirtsleute bleiben soll und nicht anders. Und insofern gibt es jetzt überall Nachrichten, wo hier im Allgemeinen, aber auch im Speziellen, was nicht nur angedacht ist, sondern schon beschlossen wird eben gerade. Hier ging es um die Frage der Investitionen. Die schulischen Aspekte wird ja der Herr Bildungsminister genauer ausführen, aber wie schon angedeutet, ist das natürlich genau eine typische konjunkturpolitische Überlegung, wenn wir sagen, wir haben ein 10-Jahres-Programm und da oder dort kann man was vorziehen, unter Beobachtung der Baukonjunktur, wo jetzt genau die Nachfrage ein bisschen schwächer wird. Wir machen das ja auch im ökologischen Bereich, wenn wir sagen Gebäudesanierung, wenn wir jetzt sagen vorziehen bestimmte Bauten, da haben wir ja als Bund unmittelbare Einwirkung, das sind ja Bundesschulen hier gemeint, oder auch bei anderen Bauprojekten, werden wir uns genau anschauen, wie jeweils die Auslastung der Bauindustrie ist, weil schon langsam kommen wir zu Pakete, dass wir es wirklich schaffen können, dass hier wir ins nächste Frühjahr, Sommer hinein, und das ist, glaube ich, mal eine gute konjunkturpolitische Perspektive, bis zur Vollauslastung wieder kommen können. Vor Corona war ja die Bauwirtschaft in Wahrheit angespannt und wir werden jetzt aber danach trachten, dass wir hier das genau entsprechend manövrieren können, und da kann der Bund eben selber was unternehmen, und ich finde, das ist da genau eine gute Sache. Darüber hinaus gibt es Modernisierungsmaßnahmen. Sie wissen ja, ökologisieren, regionalisieren, digitalisieren. Auch da ist schlummern Investitionen, wenn man bei der IT-Infrastruktur das jetzt genau gerade im neuen schulischen Bereich entsprechend mitdenkt. Ja, und der angesprochene ökologische Bereich, der kann sich wirklich sehen lassen hier bei diesen Neuausrichtungen, bei diesen Bundesschulgebäuden. Es ist ausdrücklich vorgesehen und bin sehr dankbar und eigentlich beeindruckt, wie das schon vorbereitet wurde. Auch schon von anderen, nicht nur seit wir in der Regierung sind, ich möchte das manchmal dazu erwähnen, dass auch Vorgängerregierungen oder Minister hier schon gearbeitet haben. Hut ab, wir haben hier reihenweise ökologische Kriterien, die natürlich so ökonomisch vertretbar sind, dass sie auch noch halbwegs effizient finanzierbar sind. Apropos effizient, es geht hier um Energieeffizienz, es geht hier um die Frage der Einspeisung von Energie, wenn Sie so wollen, Photovoltaik, Wärmerückgewinnung, Geothermie, Solarthermie, alles wird alles berücksichtigt. Und in den Schulen, wo noch Ölkesseln jetzt drinnen sind, wird auch danach getrachtet, dass man die im Zuge solcher Programme in den nächsten Jahren auch noch austauschen kann. Aber wenn wir sagen, 1-Million-Dächer-Programm zum Beispiel, ganz grundsätzlich in Österreich, bei den Privaten, auch in der Wirtschaft, bei den großen Gewerbeflächen, da geht ja ganz viel eben auf den Dächer. Und dann eben vorbildwirkend bei den öffentlichen Gebäuden, dann ist da sehr, sehr viel drinnen. Wir hätten ja die Idee, dass wir das bei der Bundesimmobiliengesellschaft noch weiter vorantreiben und bei den Schulbauten, gerade wenn sie neu kommen, kann man das sehr, sehr gut machen. Und auf diese Art und Weise, wenn wir das Million-Dächer-Programm so interpretieren über die privaten Haushalte, dass das jeweils 5 Kilowatt Peak-Leistung dort oben sind, dann gehen hier natürlich viel mehr drunter, und auf die Art und Weise bin ich wirklich zuversichtlich, dass wir in unserem 10-Jahres-Vorhaben diese 1 Million Dächer mit den entsprechenden Leistungen zustande bringen, gerade dort, wo wir eben auch selber Einfluss haben. Abschließend, es ist auch die Ökologisierungsfrage für die Gesundheit der Kinder, des Lehrpersonals und alle, die sich dort rumtreiben sozusagen, auch noch wichtig bei diesen Kriterien. Da geht es um Raumluftqualität, da geht es um natürlichen Lichteinsatz, das mindert schon wieder die Stromkosten. Also es ist wirklich relativ gut durchdacht. Noch einmal Kompliment, und in allen großen Linien werden wir versuchen, die besten Kriterien einzuhalten, die hier von diesen Programmen immer wieder kommen, wie etwa die
Die aktuellen Empfehlungen von Klimaaktiv, die aus dem Umweltministerium kommen, sollen natürlich alle eingehalten werden. Und das wird sich eben auswirken auf wesentlich verringerten CO2-Ausstoß. Das wird das Ergebnis sein. Wir haben reduzierte Bodenversiegelung für das, was dort gemacht wird. Da kann man ja drumherum einiges machen. Und wir erhöhte Grünflächenanteile. Die Verwendung der Baustoffe, Stichwort noch einmal Gesundheit, bis hinein in die Innenräume wichtig. Und so ist das wirklich eine runde Sache. Und spreche hier einfach ab und gebe weiter an den Herrn Bildungsminister, weil natürlich in diesem Schulentwicklungsprogramm ja auch die Notwendigkeiten der schulischen Schwerpunkte eine Rolle spielen. Etwa wenn es um ganztägige Formen geht, da braucht man natürlich Ausbaumaßnahmen und vielleicht darf ich an der Stelle dann eben übergeben. Dankeschön für die freundliche Einleitung. Wir werden in der Tat in den kommenden Jahren viele Schulen neu bauen. Und in den kommenden Tagen werden wir die seit 16. März weitgehend geschlossenen Schulen wieder eröffnen. Kinder, Lehrer, Eltern freuen sich gleichermaßen auf diese Schulöffnung. Und wir sollten ihnen auch die Freude lassen und nicht nur immer den Blick auf das werfen, was am Anfang vielleicht noch nicht ganz perfekt läuft, sondern letztlich auf das, was uns gelungen ist. Und die Schule, sage ich auch gleich dazu, wird an diesen sogenannten Fenster- oder Zwickeltagen offen haben. Über 90% der Schulstandorte in Österreich haben sich dazu bekannt, diese Schulen freiwillig aufzusperren. Ich denke, das ist ein ganz klares Votum und dieses Votum freut mich sehr. Es ist eben doch Berufung und nicht nur ein Beruf, Lehrer und Lehrerin zu sein. Zum Schulentwicklungsplan möchte ich 4 Punkte vielleicht nachreichen. Der SCHEP, so wie wir ihn im Jargon nennen, der SCHEP ist ein Plan und ein Prozess zugleich. Die Bildungsdirektionen der Länder haben gemeldet, welche Bundesschulen saniert, vergrößert oder neu gebaut werden sollten. Mein Haus hat dann diese Vorschläge gesammelt, geprüft, redimensioniert, Normgrößen angewendet, die demografische Entwicklung hinterlegt und letztlich dann diesen SCHEP formuliert. Der SCHEP ist also so etwas wie ein Endpunkt eines längeren Diskussionsprozesses und ich danke auch allen Beteiligten für das Aufeinanderzugehen. Der Plan ist ein Plan, aber er ist nicht starr. Angesichts des langen Planungszeitraums sind Nachjustierungen notwendig und erlaubt. Was konstant bleibt, ist die Summe, die wir für das Schulentwicklungsprogramm reserviert haben. Aber innerhalb dieser Summe kann man kostenneutrale Veränderungen vornehmen und man kann auch Vorziehungen vornehmen, soweit dies sinnvoll ist. Pläne, die über einen 10-jährigen Zeitraum starr sind, gehen an der Realität vollkommen vorbei. Pläne, die aber nur flexibel sind, braucht man auch nicht, denn sie geben keinen Halt. Der Schulneubau, unabhängig vom Schultyp, folgt im Wesentlichen der demografischen Entwicklung in Österreich. Ich habe Ihnen dazu, und das sehen Sie mir nach, als ehemaligen Professor für Geografie, 2 Karten mitgebracht. Die erste Karte zeigt die durchschnittliche Wachstumsrate der 0- bis 15-Jährigen, also im Wesentlichen sozusagen die Zielgröße für die Schüler und Schülerinnen von 2019 bis 2040, basierend auf der Bevölkerungsprognose von Statistik Austria. Wir haben hier die wachsenden Bezirke in Rot und Orange eingefärbt, die Bezirke mit Rückgang in Grün und mit starkem Rückgang in Blau. Sie sehen, das Wachstum der 0- bis 15-Jährigen ist in den östlichen und westlichen Bundesländern signifikant und überall sind es die Stadtregionen um die Bundeshauptstadt, aber auch um die Landeshauptstädte, die einen hohen Wachstum an 0- bis 15-Jährigen aufweisen werden. Und einen Rückgang verzeichnen die Bezirke außerhalb der Stadtregionen in den abseits gelegenen Tälern des alpinen Raums. Der Motor dieser ungleichen Entwicklung ist Migration, Zuwanderung aus dem Ausland, aber auch innerösterreichische Wanderung. Ungleiche Geburtenentwicklungen spielen hier de facto keine Rolle. Die nächste Karte zeigt die Bautätigkeit.
In stark wachsenden Regionen sind klarerweise Neubauten und Erweiterungen vorgesehen. In Regionen mit abnehmender Zahl an Kindern und Jugendlichen werden die Schulen saniert und umgebaut. In jeder Region soll aber, und danach trachten wir, eine entsprechende Vielfalt und Dichte von Bildungseinrichtungen existieren. Das ist, denke ich, ein Gebot auch von Bildungsgerechtigkeit. Wir müssen daher die schulischen Einrichtungen auch in den Schrumpfungsregionen auch dann erhalten, wenn vielleicht die Auslastung nicht mehr so gegeben ist. Das Schließen von Schulen ist immer ein Signal für die jungen Familien wegzuziehen. Schulen sind für einen lebenswerten ländlichen Raum essentiell und ein lebenswerter ländlicher Raum ist essentiell für Österreich. Der SCHEP, das Schulentwicklungsprogramm, legt Standards fest. Kanzler und Vizekanzler haben darauf hingewiesen. Wir wollen im Rahmen der Sanierung oder des Neubaus klarerweise eine weitere Ziele erreichen. Das eine ist eben ganztägige Schulformen im Unterstufenbereich ermöglichen. Wir müssen daher entsprechende bauliche Voraussetzungen treffen, wie Mensen, Aufenthaltsräume, Lernräume, Ruheräume und anderes mehr. Wir wollen nachhaltig bauen, darauf wurde hingewiesen, Geothermie, Solarthermie, Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlagen, das sind alles Dinge, die wir realisieren werden, maßgeschneidert für die jeweilige Schule. Und wir halten uns hier an das sogenannte Klimaaktivprogramm des Klimaministeriums. Eines darf in der Schule von morgen nicht fehlen, eine moderne IT-Infrastruktur. Ich denke, sie ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um einen digital unterstützten Lern- und Lehrformen auch tatsächlich zu realisieren. Wir wollen haben, dass jede Schule angeschlossen ist an ein leistungsfähiges Glasfasernetz und innerhalb der Schule soll überall WLAN, aber wenn Sie so wollen, auch genügend Steckdosen vorhanden sein. Schließlich, die Schule von morgen verlangt nach einer neuen Architektur mit differenzierten Lern- und Lehrlandschaften. Wir denken an offene Lernzonen, an Klassen, um klassenübergreifende Kooperationen zu erreichen. Wir denken an Unterrichtsräume, die nicht einer Klasse zugeordnet werden, sondern einem Unterrichtsfach. Wir denken an Ruhezonen, an Aufenthalts- und Kommunikationszonen. Wir denken aber natürlich auch an die Arbeitsräume der Lehrer und Lehrerinnen, die unzweifelhaft in kleineren Raumeinheiten strukturiert sein müssen. Wenn wir Lehrende länger in der Schule haben wollen, Stichwort Ganztagsbetreuung, ganztägige Schulformen, dann müssen wir diesen auch mehr Platz geben. Ein kleiner Schreibtisch, ein Fach im Bücherkasten und das alles in einem großen und manchmal auch sehr lauten Konferenzzimmer, das ist nicht das, was wir anstreben. Mein Schlusswort, der SCHEP ist dringend erwartet worden. Corona hat uns ja so etwas wie eine ernsthafte wirtschaftliche Krise gebracht, nicht nur in Österreich, in Europa, in der Welt insgesamt. Und in dieser Situation zu sagen, wir bekennen uns zu einer Investition in den Bundesschulbau. Die Bundesregierung wird verlässlich in den kommenden 10 Jahren rund 2,42 Milliarden in die Sanierung und den Neubau stecken. Das ist extrem wichtig für die regionale Bauwirtschaft, für das Baunebengewerbe, für die Möbelindustrie, für Planungsbüro und für alle die, die an dem Schulbau und Schulsanierung beteiligt sind. Verunsicherungen kann man nur durch Verlässlichkeit begegnen. Daher ist dieser SCHEP auch ein wenig mehr als nur ein Plan und Programm. Er ist das Signal für eine Bildungsgesellschaft in ökonomisch schwierigen Zeiten. So, wir kommen nun zu den Fragen. Erste Frage, ORF, Matthias Westhoff, bitte. Ich hätte an alle drei Herren eine Frage, konkret noch zu dem SCHEP sozusagen. Also das ist jetzt eine Form von Unterstützung, die nicht in dem 38 Milliarden Euro Hilfspaket abgedeckt ist. Das wäre die eine Frage an den Kulturminister, weil die Ungeduld so groß ist und jetzt der Gesundheitsminister angekündigt hat, dass es einen großen Schritt geben wird für die Kultur. Was heißt das konkret? Was wird ab Juni wieder möglich sein? Und an den Bundeskanzler, weil auch gerade noch die Meldung gekommen ist, dass auch die Schweiz von Schweizer Seite aus die Grenze zu Österreich öffnen will ab 15. Juni. Kann man das jetzt schon so bestätigen? Und mir ist noch nicht ganz klar, Deutschland hat ja auch angekündigt, ab 15. Mai das zu lockern, ab Freitag. Was gilt denn jetzt zwischen 15. Mai und 15. Juni an der deutsch-österreichischen Grenze? Danke. Dann beginne ich vielleicht einmal.
Wie schon angesprochen, wir planen dasselbe Vorgehen, das wir mit Deutschland vereinbart haben, auch für Liechtenstein und die Schweiz anzuwenden. In den letzten Stunden haben da Gespräche stattgefunden. Der Innenminister, Außenminister und die Europaministerin machen da noch die Feinabstimmung. Aber grundsätzlich wird es da das gleiche Vorgehen geben wie mit Deutschland. Das bedeutet, es erfolgt in zwei Etappen. Ich habe das da Einfachheit halber vorher weggelassen, aber Sie haben vollkommen recht natürlich. Es gibt nicht nur die vollkommene Öffnung am 15. Juni geplanterweise, sondern auch mit 15. Mai Erleichterungen. Was bedeutet das? Es sind derzeit einige Grenzübergänge zum Beispiel vollkommen geschlossen. Es werden alle Grenzübergänge geöffnet. Es wird der Personenkreis, der reisen darf, etwas erweitert. Wir denken da zum Beispiel an Paare, die auf unterschiedlichen Seiten der Grenze wohnen. Und zum Dritten wird man von einer strikten Kontrolle übergehen zu einer stichprobenartigen Kontrolle. Die erste Frage, ob die Realisierung des Schulentwicklungsprogramms in diesen 38 Milliarden enthalten ist. Das Schulentwicklungsprogramm wird aus dem Budget meines Hauses realisiert. Das ist davon unabhängig. Ja, was die möglichen weiteren Schritte betrifft des Hochfahrens, möchte ich schon auf die Gespräche verweisen, die es hier bei den zuständigen Sektionen gibt. Die sind noch nicht fertig und es wäre, glaube ich, nicht sehr klug, Unfertiges hier anzukündigen. Das werden gerade Sie dann nicht gutieren. Die Fragestellungen im Kunst- und Kulturbereich sind ja bekannt. Mein Ziel ist es, dass diese Pläne gemeinsam mit den anderen Gebietskörperschaften, also vor allem mit den Bundesländern, auch nicht nur betrachtet werden, sondern abgestimmt werden, damit man dort gemeinsam zum Commitment kommt, wie man heutzutage sagt. Das ist das eine, das betrifft ja große Events, das betrifft auch kleinere und da gibt es natürlich entsprechende Bemühungen. Ich will da auf keinen Fall vorgreifen. Wir haben ja die Situation, dass wir in anderen Bereichen uns da leichter tun, weil ja hier nicht so groß, weil es hier nicht ums Auditorium geht. Ja, beim Sport haben wir einen minutiösen Aufsperrplan in der Etappe gehabt. Der wird ja nach und nach ausgerollt. 20. April, 1. Mai, 15. Mai kommt jetzt ganz viel Outdoor, 29. kommt Indoor. Aber man muss sehen, dass das ja in der Regel ohne Zuseher hier abgeht. Und das sind ganz andere Herausforderungen, denen man sich dort stellen muss, um das Ganze auch konsistent zu halten. Aber ja, die Bemühungen gibt es. Ich bin wirklich nur der Meinung, wir sollten hier alle einbinden, die es hier braucht, die sich auch gerne beteiligen an der Debatte, so wie die Landeshauptleute im Speziellen. Ich bin aber auch dafür, dass wir mit den entsprechenden betroffenen Institutionen die Gespräche weiter vertiefen, etwa im Theaterbereich, im Kinobereich, die sind ja alle bekannt, Museumsbereich ist ja jetzt auch unmittelbar vor der Öffnung und Sie können alle nennen und mir ist es auch die Eventmanagement und Eventagenturen, das ist ja gar nicht so leicht mit diesen ganz großen Veranstaltungen etwa, wo ganz, ganz viele Leute auf engen Raum sind. Also da haben wir wirklich genug zu tun, aber einfach ist das nicht, das muss ich dazu sagen. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass wir hier dort, wo es aufgrund der Schwierigkeiten nicht so schnell geht wie in anderen Bereichen, dass wir hier mit den finanziellen Unterstützungen vorankommen wollen. Wir haben eben heute hier an dieser Stelle vor wenigen Stunden ein 700 Millionen Euro Hilfspaket nicht nur hier vorgestellt, sondern das wird eben auch im Nationalrat eingebracht, weil da braucht es ja eine gesetzliche Grundlage, wo wir eben genau in dem Fall für die nicht gewinnorientierten, für die Gemeinnützigen eine Summe haben, die ihresgleichen in ganz Europa sucht. Da wird für die Kunst- und Kulturvereine natürlich ein größerer Teil dabei sein. Für die, die nicht gemeinnützig sind, die teilweise zum Beispiel zum Bund selber ressortieren, auch in der verlängerten Eigentümerschaft, da werden wir direkt über die Budgets schauen, wie es hier weitergeht. Das wird die Museen betreffen, die haben ja alle Einnahmenausfälle, das wird andere Häuser betreffen. Mir ist das alles bewusst und wir wenden uns dem weiter Schritt für Schritt zu.
Nächste Frage, Herr Bruckner vom Trend und dann der Herr Sablatnik. Eine Frage an den Herrn Bildungsminister. Das Programm ist ja jetzt, betrifft jetzt die Bundesschulen, aber es gibt ja auch Landesschulen. Gibt es da Koordination mit den Ländern, was den Ausbau der Landesschulen betrifft? Da betrifft es ja oft auch Schülergruppen, die nicht so bevorzugt sind wie in anderen Bereichen. Also die Frage ist, was ist mit den Landesschulen? Die Koordination erfolgt in den Bildungsdirektionen. Die Bildungsdirektionen sind ja Bund, Länder, Behörden, gleichsam der richtige Ort, um diese Koordination vorzunehmen. Ich sage auch gleich aus meiner Erfahrung, die Gemeinden, die noch Schulen haben, Volksschulen haben, aber auch Mittelschulen haben, sind in der Regel unglaublich stolz auf ihre Schulen und investieren sehr schön in sehr schöne Schulen. Also da mache ich mir weniger Sorgen. Ich glaube auch, dass die Vorbildwirkung des Bundes, dass wir jetzt uns klar verpflichten und committen dazu, auch ihre Folgen in der föderalen Struktur, sprich in den Ländern, bei den Ländern haben werden. Nächste Frage, Herr Sablatnik, Tiroler Tageszeitung. Vielleicht noch einmal auf die Grenzöffnungen. Es hat sich gerade in Richtung Schweiz, Deutschland offenbar einiges getan. Gibt es trotzdem schon Dinge, wie es in die anderen Richtungen weitergeht? Also Näheres zum Beispiel zu Italien, Slowenien, Kroatien. Ja, da gibt es natürlich Vorstellungen und Überlegungen. Ich würde vielleicht beginnen mit unseren osteuropäischen Nachbarn, mit denen sind wir in einem sehr intensiven Kontakt. Ich gehe davon aus, dass wir da in den nächsten Tagen, spätestens nächste Woche, schon einen Plan präsentieren können, der mit diesen Staaten auch abgestimmt ist. Und was andere Länder betrifft, wie zum Beispiel Italien, da ist die Situation natürlich eine problematische. Die Ansteckungszahlen sind weiterhin sehr hoch, ähnlich auch wie in Frankreich und wie in Spanien. Und insofern gibt es hier derzeit keine Perspektive auf eine baldige Grenzöffnung. Noch Zusatzfrage, Herr Sablatnik? Derzeit keine Perspektive, ich sage gerade Italien, geht auch in und über den Sommer, oder? Wir sind alle keine Wahrsager wir sollten auch vorsichtig sein und nicht der Versuchung unterliegen, in diese Branche zu wechseln. Wir können nur die Zahlen beobachten und anhand der Zahlen die richtigen Entscheidungen treffen. Und wenn wir uns die Situation anschauen, dann würde ich sagen, dass sowohl die Entwicklung in Deutsch, Liechtenstein, Schweiz diese Schritte rechtfertigen, als auch die Entwicklung in Osteuropa rechtfertigt, dass wir hier einen Plan zur Grenzöffnung schmieden. Was Italien betrifft, sehe ich die Basis dafür derzeit nicht gegeben. Und ich kann Ihnen nicht prophezeien, wie sich die Situation in Italien entwickeln wird. Derzeit gibt es keine Basis dafür, über eine Grenzöffnung zu Italien nachzudenken. Zweiter Punkt, weil natürlich viele Österreicher auch ihren Urlaub planen. Wir sind grundsätzlich einmal froh über jeden, der seinen Urlaub in Österreich verbringt. Zum einen, weil wir sehr niedrige Infektionszahlen haben und es daher vom gesundheitspolitischen Aspekt gut ist, hier Urlaub zu machen, wo die Chance, sich anzustecken, geringer ist als in anderen Ländern. Und zum Zweiten natürlich, weil es ein Turbo für unser Budget ist, für unsere Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt in Österreich, weil wir dadurch Arbeitsplätze in unserem Land erhalten und sichern können. Der zweite Punkt ist aber die Sorge, mit wem Österreicher in anderen Ländern zusammentreffen. Das ist nämlich genauso relevant. Es geht nicht nur bei den Urlaubsländern darum, wie sicher ist das Land selbst, sondern mit wem tritt man dort in Austausch. Und das werden wir auf europäischer Ebene noch intensiv besprechen müssen, betrifft Länder wie Kroatien oder Griechenland zum Beispiel. Herr Schmidt, ATV. Eine Frage zur Ankurbelung vom Konsum. Da hat Wien einen unkonventionellen Zugang. Offenbar, da wird es für alle Haushalte Geld auf die Hand geben, damit die Leute, also 50 Euro pro Haushalt, damit die Leute das Geld auch ausgeben bei Wirten und Ähnlichem. Wie sieht man von der Bundesregierung diesen Schritt? Könnte es da auch ähnliche Schritte von der Bundesregierung geben, um Konsum anzukurbeln? Und eine Frage zum Schichtbetrieb in den Schulen. Da hören wir von Klein- und Kleinstschulen, dass einige lieber weiterhin den Regelbetrieb führen würden, weil das aufgrund
der Schulgröße und Klassengröße auch laut diesen Schulen umsetzbar wäre. Könnte es da möglicherweise Änderungen geben noch? Danke. Ich kann gern starten. Es gibt in vielen Regionen Österreichs regionale Ideen, um den Konsum anzukurbeln oder auch insbesondere den regionalen Konsum zu stärken. Das finden wir grundsätzlich positiv, ganz gleich in welchen Regionen von Österreich das stattfindet. Und meine Antwort ist, dieser Schichtbetrieb hat ja den Sinn, sozusagen weniger Schüler in die Schule zu bringen und mehr Platz den Schülern zu ermöglichen. Das ist eine Maßnahme, um eben Infektionsketten zu mindern. Wenn das jetzt Klein- und Kleinstschulen sind, die sagen, wir haben sowieso so viel Platz, dann müssen es schon wirkliche Kleine- und Kleinstschulen sein. Ich möchte gerne haben, dass dieser Schichtbetrieb durchgeführt und durchgezogen wird, um letztlich auch den Eltern eine Sicherheit zu geben, da kann nichts Gravierendes passieren. Letzte Frage, ATV, Austria-Presseagentur, Herr Habauer, bitte. Ich bin mir ganz sicher, ob ich es überhört habe, 15. oder 16. Mai, diese Lockerungen, die ersten an den Grenzen, Freitag oder Samstag. 15. Mai. 15. Danke allen fürs Kommen und wünsche noch einen schönen Tag. Danke. Das waren Kanzler, Vizekanzler und der Bildungsminister zum Schulentwicklungsprogramm und zu den Grenzöffnungen im Pressefoyer im Bundeskanzleramt nach dem Ministerrat. Und wir gehen jetzt von dort wieder direkt zu Ingrid Thornherr. Ingrid, ein 2,4 Milliarden Schulentwicklungsprogramm ist uns da jetzt vorgestellt worden. Was ist denn in diesem Paket enthalten? Ja, da ist vieles enthalten, was wohl in der Corona-Krise aufgetaucht ist an notwendigen Investitionen, vor allem die Digitalisierung der Schulen, aber auch eine Art sozusagen damit verbundenes Konjunkturprogramm, 2,4 Milliarden Euro in Schulrenovierungen, Schulausbau. Neue Schulen sollen auch gebaut werden. Das sind sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Es gibt ja schon länger die Rufe nach Konjunkturprogrammen, die jetzt die Wirtschaft ankurbeln sollen. Das betrifft dann doch 270 Bauprojekte quer durch ganz Österreich, die dann quasi auf den Markt kommen. Was man schon sagen muss, große Teile dieses Schulentwicklungsprogramms, die stehen schon lange fest. Die sind auf der Homepage des Ministeriums schon mit dem Stand September 2019 ausgewiesen. Also die gibt es schon länger. Aber die Regierung nimmt jetzt sozusagen die Gelegenheit beim Schopf zu sagen, wir brauchen ohnehin etwas, das die Wirtschaft ankurbelt. Und es hat sich ja auch gezeigt bei der Schule, was die Digitalisierung betrifft, da liegt noch vieles im Argen. Da haben sich die Schwächen gezeigt beim Homelearning. Und da wird jetzt die Gelegenheit beim Schopf gepackt, um diese Dinge jetzt rasch auf den Weg zu bringen. Das zweite große Thema jetzt im Pressefoyer, da waren auch die meisten Fragen dazu, die Grenzöffnungen. Kann der Tourismus vor dem Sommer jetzt wieder loslegen? Da war jetzt nicht ganz klar, 15. Mai, 15. Juni. Wie schaut da der Plan aus? Wir wissen zwei Daten. Das eine fixe Datum ist, dass am 15. Juni die Grenzen zu Deutschland definitiv wieder geöffnet werden, und zwar alle. Ab dem 15. Mai sind mehr Grenzübergänge als jetzt offen oder alle Grenzübergänge offen, aber mit Kontrollen. Und es gibt eben noch immer bestimmte Gründe, aus denen man reisen darf und aus denen man nicht reisen darf. Also es gibt weiterhin punktuell Grenzkontrollen. Mittlerweile sollen der Außenminister, der Innenminister und die Europaministerin Verhandlungen mit den anderen Ländern darüber aufnehmen, wie dort das weitere Prozedere vor sich geht. Bis zur Schweiz etwa, Liechtenstein, aber auch zu den ost- und südosteuropäischen Ländern soll es da jetzt ein Prozedere geben, das jetzt ausverhandelt werden soll. Die Schweiz ihrerseits möchte die Grenzen zu Österreich schon demnächst öffnen. Also das geht jetzt Schritt für Schritt. Was schon sehr eindeutig war und wo der Bundeskanzler relativ klar war, ist, dass es mit Italien noch sehr viel länger dauern wird. Und er bezieht sich auf die dortigen noch immer sehr hohen Infektionszahlen. Ich habe in der Zwischenzeit kurz einen Blick geworfen auf die Seite der Johns Hopkins University, die ja ständig weltweit die Entwicklungen im Auge hält. Wir sehen in Italien derzeit 220.000, die bisher positiv getestet worden sind auf das Coronavirus und 31.000 Todesfälle bis jetzt in Italien. Auch da flacht sich die Kurve deutlich sichtbar ab, aber wir haben es noch immer pro Tag mit deutlich über 1.000 Neuinfektionen zu tun. Also in Italien
ist die Situation, wenn man so möchte, schon noch ernst. Dort machen aber auch jetzt Restaurants und Geschäfte auf Druck der regionalen Regierungen. Aber der Bundeskanzler war relativ deutlich, dass er die Grenze zu Italien noch auf längere Sicht nicht öffnen möchte. Was das für den Sommertourismus bedeutet, da müssen wir wohl noch abwarten, ob wir alle nach Italien reisen sollen oder dürfen. Vorerst vielen Dank, Ingrid Thurnherr. Finanzminister Gernot Blümel und Vizekanzler Werner Kogler haben heute Vormittag schon ein Update über die Förderungen für Unternehmen und gemeinnützige Vereine gegeben. Und das sehen wir uns jetzt an. Danke für Ihr Interesse. Es geht heute um zwei Themen. Der Finanzminister wird ausführlich beschreiben, wie die neue Richtlinie zu den Zuschüssen aussieht aus dem großen Corona-Hilfsfonds und parallel damit zu tun hat, die Unterstützung für die Non-Profit-Organisationen und für die Gemeinnützigen. Und dafür wollte ich jetzt einmal mir kurz die Einleitung nehmen. Die Nicht-Regierungsorganisationen, die nicht-profitorientierten Organisationen bzw. die Gemeinnützigen, das ist ja ein breites Feld in Österreich und gerade in Österreich, haben in dem Land einen hohen Stellenwert. Das beginnt draußen in den kleinen Gemeinden bis herein in die Städte, von den Kunstvereinen, Kulturvereinen über die Sportvereine, bis zu den Vereinen, die sich sozial engagieren und anderen helfen, ja, auch im Ausland, wenn Sie so wollen, Entwicklungszusammenarbeitsvereine etc. etc. Also alle, die nicht auf Gewinn gerichtet sind, sondern gemeinnütziges Engagement in unserer Gesellschaft leisten. Dafür gibt es einen eigenen Fonds. Und der wird, und das ist die sehr, sehr erfreuliche Nachricht, der wird jetzt einmal mit einem Gesetzesantrag heute mit 700 Millionen Euro dotiert werden. 700 Millionen Euro, das ist im Vergleich einmalig in Europa. Warum diese beachtliche Summe? Ja, weil wir schon einkalkulieren, dass gerade viele Vereine in diesem Bereich, etwa im Sport, Kunst und Kultur, Beeinträchtigungen haben, die über 2-3 Monate hinausgehen. Teilweise wissen wir das ja schon und deshalb ist das einmal auf 2 Quartale angelegt, sodass wir 2 Quartalsförderungen darunter uns vorstellen können und ich denke, es wird auch noch dazu reichen, um in der Folge eine Starthilfe zu geben, na, für die neuen Anliegen bei diesen gemeinnützigen Institutionen. Jetzt ist es ähnlich, nicht ganz gleich, sonst hätten wir den gleichen Fonds, ähnlich wie im Modell für Betriebe, die Fixkostenzuschüsse bekommen werden, geht es hier auch einmal um Kostenabdeckungen für die gemeinnützigen Vereine und in der Folge eben um, wenn Sie so wollen, eine Starthilfe für die Zukunft in den Herbst und ins neue Jahr hinein. Also 700 Millionen in allen Bereichen, wo Gemeinnützige tätig sind in Österreich. Ich halte es auch nicht nur für unsere Kultur wichtig, weil die zur Lebenskultur in Österreich so viel beitragen, ob es jetzt die ganz kleinen Feuerwehren sind in den Dörfern oder die Fußballvereine oder eben die Kunst- und Kulturvereine öfter in den Bezirksstädten, in den größeren Städten, die hier auf entsprechende gemeinnütziger Basis arbeiten. Also alle die sind damit erfasst. Der Beschäftigungseffekt sollte nicht ganz unterschätzt werden. Die mittleren und größeren Vereine, auch wenn sie gemeinnützig sind, haben durchaus selber Angestellte, beziehungsweise mit den Geldern, die sie ja auch wieder umsetzen, erschaffen sie auch Arbeitsplätze, nämlich auch in den Regionen draußen, nicht nur in den Städten. So gesehen geht es also auch um Hilfe vor Ort für einen längeren Zeitraum. Wir werden das in Abstimmung machen und teilen mit den Referenten der Landesregierungen, dass klar ist, wer kann in welcher Geschwindigkeit wo auszahlen. Wir wollen ja die Fördersystematiken abstimmen. Wir wollen sie auch im Übrigen ganz transparent machen. Es wird genau nachverfolgbar sein, wer aus diesem Fonds
von Bundesgeldern was bekommt. Das muss sein, dazu hat sich diese Regierung bekannt, das freut mich natürlich. Und in weiterer Folge ist es dann umso leichter möglich, die Fördermaßnahmen mit anderen Gebietskörperschaften abzustimmen. Wie soll das funktionieren? Wir haben heute das Gesetz, das heißt die Abwicklungsbank, die Förderbank des Bundes, die AWS, Austria Wirtschaftsservice, wird sich der Sache annehmen per gesetzlichen Auftrag. Dort werden jetzt mit dem Ministerium für Landwirtschaft und Regionen, also mit der Kollegin Köstinger, diese Richtlinien gemeinsam sehr rasch erarbeitet noch. Warum die Kollegin Köstinger? Ja, weil sie mit ihrem Ressort sich auch zuständig fühlt für die Ehrenamtlichen, für die freiwilligen Leistungen, um die es geht. Und die haben ja genau mit dem von mir angesprochenen Bereich zu tun, sodass wir dort eine gemeinsame Arbeit haben bei dieser Richtlinienerstellung und wir das mit heutigen Nachmittag oder morgen Vormittag angehen werden. Und wir sind zuversichtlich, dass das relativ rasch geht. Also 700 Millionen für alle Bereiche im gemeinnützigen Sektor und angelegt auf zwei Quartale jetzt einmal. Und ich glaube, damit können wir leicht das Auslangen finden. Und insofern bin ich da einmal sehr, sehr zufrieden und bin dankbar, dass wir dann diese Einigung noch geschafft haben. Dann kann ich auch überleiten zum Unterstützungsfonds für die Betriebe. Wir haben uns das ja nicht leicht gemacht. Wir haben ja erkannt, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Entweder wir bringen alles in diesen großen Corona-Hilfsfonds. Da ist aber naturgemäß ein gewisser Unterschied zwischen den Vereinen, die gar nicht auf Gewinn gerichtet sind, und eben Firmen und Betriebe. Und deshalb haben wir hier jetzt zwei verschiedene Fonds geschaffen. Als Überleitung noch einmal, ich finde, die Zuschüsse sind jetzt für die Firmen, die auch in Not geraten sind, ein mindestens so wichtiges Produkt wie Garantien für Kredite, weil jetzt geht es ja darum, dass echte Schäden abgedeckt werden, bestimmte Kostenkategorien ersetzt werden, bis zu 75%, je nach Beeinträchtigung bei den Umsatzausfällen. Und an der Stelle darf ich schon an den Finanzminister übergeben, der dieses Modell anschließend noch beschreiben wird. Vielen Dank. Danke, Herr Vizekanzler. Herr Finanzminister. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Vizekanzler. Der Schutzschirm in der Höhe von 38 Milliarden Euro, aus dem sind mittlerweile 20 Milliarden an Liquidität rechtsverbindlich zugesagt. Ein großer Teil davon ist doch schon geflossen und es wird täglich mehr. Trotzdem sehen wir, dass es in manchen Bereichen nicht so schnell geht, wie wir gerne gehabt hätten. Wir sind täglich in Kontakt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern, den Größeren, den Kleineren und versuchen hier auch täglich an Verbesserungsarbeiten zu arbeiten. Es gibt keine Blaupause für die Corona-Krise und deswegen sind wir auch auf die Rückmeldungen angewiesen und ständig auch bereit, hier Verbesserungen zu erreichen, auch was die spezifische Betroffenheit für einzelne Branchen betrifft. Aus diesem Grund haben wir auch am Montag ein Wirtschaftspaket in der Höhe von 500 Millionen Euro vorgestellt. Hier geht es darum, dass die wichtigen Institutionen, die ja Wirtshäuser vor allem in kleinen Gemeinden, aber auch in Städten darstellen, durch diese Krise besser kommen können und auch einen Anreiz haben, wieder aufzusperren, trotz der schwierigen Zeit, indem wir eben massive steuerliche Vergünstigungen definiert haben. Das geht von der Senkung der Steuer auf nicht-alkoholische Getränke im Wirtshaus bis über die Pauschalierung, wo die Grenze auf 400.000 Euro angehoben wird, plus einer Mobilitätspauschale und einigen anderen Vergünstigungen. Wir wollen das möglichst schnell in Umsetzung bringen und deswegen wird der gesetzliche Abänderungsantrag heute im Parlament auf den Weg gebracht. Ebenfalls heute im Parlament wird der Initiativantrag zum Thema Vereinspaket, wie es der Vizekanzler gerade auch ausgeführt hat, eingebracht werden. Dort geht es darum, dass 700 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden sollen für Vereine in ganz Österreich, für größere und kleinere. Sie wissen, Österreich ist das Land des Ehrenamtes und auch die Vereine leiden unter dieser Krise. Und wir wollen mit diesem Fonds sicherstellen, dass auch die wichtigen Tätigkeiten durch diese Krise hindurch weitergehen können.
Ich darf zum Fixkostenzuschuss kommen, den wir ja schon letzte Woche detaillierter präsentiert haben. Heute werden die Richtlinien dazu auch öffentlich zugänglich sein mit den FAQs dazu. Wir haben bereits am Wochenende die wesentlichen Eckpunkte dieser Zuschussrichtlinie nach Brüssel geschickt. Wir müssen diese Hilfe an die österreichischen Unternehmen ja auch von Brüssel notifizieren lassen. Wir fragen hier täglich nach, wie der Status ist. Und ich hoffe, dass wir möglichst bald hier auch die Erlaubnis bekommen, mit österreichischem Steuergeld österreichischen Unternehmen zu helfen. Ich erwarte täglich die Freigabe, damit dieses Geld auch fließen kann. Denn beantragt werden kann es ab nächster Woche. Und innerhalb weniger Werktage nach Beantragung soll bereits ein Vorschuss bis zu einem Drittel auch fließen können. Die gesamte Summe soll mit der Abrechnung nach Ende des Beantragungszeitraums auch möglich sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf um mehr Fragen bitten. Wir fangen mit Herrn Haslacher an. Sie haben gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie nicht zufrieden sind mit der Geschwindigkeit, mit der die Hilfen abgewickelt wurden. Jetzt sind das ja Ihre Vorgaben, an denen das allenfalls scheitert. Können Sie sagen, woran Sie da scheitern, also bei der Geschwindigkeit der Abwicklung der Krisenhilfen? Und eine zweite Frage. Vorige Woche im Budgetausschuss haben Sie gesagt, Sie können dem Parlament keine aktuellen Zahlen zum Defizit zum Beispiel nennen, weil alle Zahlen falsch sein werden. Eine Woche vorher haben Sie bei der EU-Kommission, die ja auch wissen wollte, wie es konkret aussieht aktuell, sehr wohl aktuelle Zahlen geschickt. Wieso kriegt denn die EU-Kommission da bessere und aktuellere Zahlen als das Parlament, das das Budget ja freigeben muss? Danke. Zur ersten Frage. Nun, wie gesagt, es gibt keine Blaupause für, wie man solche Hilfen schnell abwickelt. Wir haben hier neue Systeme gebaut und das ist, glaube ich, in der Natur der Sache, dass wenn man ein neues System baut, dass es hier auch zu Kinderkrankheiten kommt, die man laufend behebt. Wir haben beim Härtefallfonds in der zweiten Phase massiv nachgebessert, den Bezugszeitraum und die Bezugsgruppen erweitert. Und das muss natürlich auch dann wieder im System geändert werden. Das führt zu einigen Tagen Verzögerung. Aber wir haben gesagt, wir wollen trotzdem auf die Rückmeldungen von den Betroffenen eingehen und hier flexibler handhaben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass bei den Krediten beispielsweise wir ja nicht alleine die Abwickler sind, sondern wir übernehmen die Garantien als Staat, abgewickelt wird es über die Banken. Da sind wir auch an die Vorgaben der Europäischen Union gebunden, was das Beihilfenrecht betrifft, was die Garantiebedingungen betrifft, was die Definition betrifft, was gesunde Unternehmen sind und auch was die Auflagen für die Banken seitens der europäischen Behörden und auch der nationalen Behörden ist. Also es liegt nicht nur in unserem Bereich, dort wo wir unmittelbar ändern können, tun wir das, denn nur wenn die Hilfe auch wirklich ankommt, dann ist sie auch sinnvoll. Zur zweiten Frage. Wir haben nach Brüssel, nach Aufforderung der Kommission, die WIFO-Daten geschickt und die WIFO-Daten mit weiteren Zahlen unterlegt, aber auf Basis der WIFO-Studie. Diese Daten sind auch ans Parlament gegangen. Das sind nicht Budgetschätzungen des Finanzministeriums, sondern die WIFO-Studie, die wir auf Aufforderung der Kommission hin nach Brüssel gemeldet haben, um eben unterlegen zu können, wie der aktuelle Stand aus Sicht der Wirtschaftsforschungsinstitute sei. Denn, das muss ich Ihnen offen sagen, wir können derzeit noch nicht vorhersehen, wie genau das Defizit sein wird, wie genau sich die Einnahmensituation entwickelt. Sie haben in den letzten Wochen sicherlich auch die Daten von verschiedensten Wirtschaftsforschern gehört. Da gehen die Prognosen, was die Einnahmenreduktion oder das Minus im Wachstum betrifft, von 3,5% bis zu 9%. Die aktuelle WIFO-Studie sagt, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Jahr nur um ca. 1% höher sein wird als im Jahr 2019. Also solche Zahlen jetzt auch ins Budget hineinzuschreiben, wäre aus meiner Sicht sinnlos, denn wir wissen heute schon, dass sie nicht stimmen werden. Deswegen ändern wir das Budget ab, und zwar insofern, als wir sagen, alles, was wir über die Corona-Hilfsmaßnahmen auszahlen, das schreiben wir auch ins Budget hinein. Mit dieser Ausgabenermächtigung von bis zu 28 Milliarden Euro. Das wird auch monatlich ans Parlament übermittelt, wie dieser Auszahlungsstand ist in allen Bereichen. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Veränderungsdynamik in den Prognosen so groß ist, gibt es keine andere Möglichkeit, als eben diese Vorgangsweise zu wählen. Wir hätten auch das Budgetprovisorium verlängern können. Das hätte aber geheißen, und da haben wir uns auch unterhalten in der Koalition, ob das sinnvoller wäre, hätte aber geheißen, dass all die Maßnahmen, die wir in den Budgetverhandlungen im Jänner, Februar und noch Anfang März
beschlossen haben. Also mehr Geld für Richter, mehr Geld für die Polizei, fürs Bundesheer, für Forschung, für den Sozialbereich, dass das auch nicht im Budget abgebildet worden wäre. Und deswegen haben wir eben die Vorgangsweise gewählt, diese Maßnahmen weiterhin im Budget abzubilden, hineinzuschreiben, was die Corona-Hilfsmaßnahmen kosten könnten, und das Budget so dem Parlament vorgelegt. Vielen Dank, Frau Simhofer. Wenn man mit Gastwirten spricht über dieses 500-Millionen-Euro-Paket, dann kommt sehr oft die Rückmeldung, dass diese Steuererleichterung für nicht-alkoholische Getränke vor allem den Großen hilft, dass die Abschaffung der Sektsteuer vor allem den Sektkellereien hilft und dass eigentlich da diese Maßnahmen jetzt auch nicht dort ankommen, wo sie sollen, bei den Gastronomen, bei den Wirten. Wird es da Nachbesserungen geben? Was sagen Sie dazu? Die sind noch gar nicht in Kraft getreten. Insofern sollten wir mal sehen, wie sie wirken. Denn ein Großteil des Paketes ist ja gerade für kleinere Wirtshäuser und Gasthäuser gedacht. Wenn ich mir die Pauschalierungsgrenze hernehme, die ist von 255.000 Euro auf 400.000 Euro erhöht worden. Das betrifft vor allem die mittleren und kleinen Gasthäuser. Das heißt, dass die Absetzpauschale von 10% auf 15% erhöht worden ist, dass die Möglichkeit, die Mobilitätspauschale abzusetzen, von 2% auf 6% erhöht worden ist. Das insgesamt kann dazu führen, dass Gasthäuser in der Größe bis zu 2/3 weniger Steuern zahlen. Das ist gerade für die kleineren, denn die waren schon vor der Krise oft massiv betroffen. Durch die schwierige Situation und durch die Krise ist das nicht besser geworden. Das waren der Finanzminister und der Vizekanzler zu den Hilfsfonds. Ingrid Thurnherr, der Finanzminister, sagt jetzt selber, er ist mit der Geschwindigkeit bei der Vergabe der Hilfen nicht zufrieden. Woran hakt es denn dann da? Ja, also er meint natürlich nicht die eigenen Abwicklungsvorgänge, sondern er bezieht sich da zum Beispiel auf die Banken, wo es noch immer Verzögerungen gibt, und auf andere Institutionen. Und er spricht immer von Kinderkrankheiten und davon, dass es eben keine Blaupause für das alles gibt. Das stimmt schon. Trotzdem kommt die Kritik der Opposition immer häufiger, die sagt, warum geht das in Deutschland alles viel schneller, viel unbürokratischer? Warum kann man nicht sozusagen mal erst für alles ein Akonto geben und im Nachhinein erst die bürokratischen Dinge abwickeln und nachreichen? Also da gibt es schon Kritik auch an der Vorgangsweise. Insgesamt aber sagt er, die Wirte, und da gab es ja auch die Kritik, die Wirte ersparen sich durch diese steuerlichen Maßnahmen, auch wie Pauschalierung und Ähnliches, bis zu 2/3 der Steuern, und das müsse doch hilfreich sein. Und bei der anderen Geschichte, beim Fixkostenzuschuss, der jetzt kommen soll, da vergisst der Finanzminister nie darauf zu verweisen, dass vieles jetzt an der EU-Bürokratie hängen bleibt. Wir kennen ja seine Aussage jetzt schon seit Wochen, dass er sagt, das kann nicht sein, dass in dieser speziellen Situation jede Art von Hilfe weiterhin von der EU bewilligt werden muss. Und deswegen verweist er jetzt auch wieder darauf, dass dieser Fixkostenzuschuss, der ausgezahlt werden soll, also etwa für Fixkosten für Miete oder Dinge, die anfallen, auch wenn man kein Geschäft und keinen Umsatz macht, dass das alles bei der EU zur Bewilligung liegt und ab dem Moment erst, wo es das Okay aus Brüssel gibt, dass da Anträge gestellt werden können und Geld fließen kann. Das wird vielen, die davon betroffen sind, kein Trost sein, weil das wird sich dann sicher noch die eine oder andere Woche ziehen, bis die Leute da erstmals Geld sehen. Vielen Dank für die Analyse, Ingrid Thurnherr. Und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Das war's von uns aus dem ÖF3 Aktuellstudio. Die wichtigsten Nachrichten des Tages sehen Sie um 19.18 Uhr in Österreich heute mit Vera Schmidt hier in ÖF3. Haben Sie einen schönen Nachmittag.